Die Kontur, die steht, also Quatsch, die, das Feld steht hier, das ist jetzt verbessert. Der, die x-Komponente von dem Feld heißt x mal z, die y-Komponente heißt y Quadrat mal x und die z-Komponente heißt z mal y. Der erste Weg, den wir nehmen, ist die Raumdiagonale wieder, nicht? Also CA ist wie vorher, nämlich T wird abgebildet in T. Kurze Version, bitte. Achso, wir haben jetzt gedacht, das ist die andere Abbildung. Ich habe jetzt das Feld verändert. Aber wir können nachher noch, wir machen alle Fälle durch. Wir machen jetzt eine neue Aufgabe, das ist nicht wieder hinten dran. Das ist diese Aufgabe, aber mit einem anderen Feld. Ich habe das Feld verändert. Nicht? Also F, ich schreibe es nochmal hier hin, damit alles klar ist. Das ist der Weg und das Feld, was dazugehört, als, ich schreibe es da hin. Das Feld hat die Komponenten x mal z, y Quadrat mal x und z mal y. Das ist die Aufgabe. 2a. Ja? So. Was ich brauche ist, ich brauche erstmal das R-Punkt, das ist einfach, und dann brauche ich noch das F an der Stelle T. Ja? Also das R-Punkt von T ist gleich 1, 1, 1, wie gehabt. Und das F-Vektor von T, das muss ich jetzt ausrechnen. Das hat auch drei Komponenten. Und die erste Komponente heißt x mal y. X mal z. X ist gleich 1 und z ist gleich 1, also hier steht t Quadrat. Ich habe mich versprochen. X ist gleich t und z ist gleich t, x mal t ist gleich t Quadrat. X mal z ist gleich t Quadrat. Und hier steht y Quadrat, y ist t, also das gibt t Quadrat mal t, das gibt t hoch 3. Und die dritte heißt z ist gleich t, y ist gleich t, also hier gibt es t Quadrat. Das ist das Feld entlang des Weges t. Das Integral im Beispiel 2, also w von a, im Beispiel 2 von t gleich 0 bis 1, also das hatte ich, sollte ich hier noch hinschreiben, t, dann ist die Aufgabe vollständig, ist aus dem Intervall 0 bis 1. Also habe ich hier die Integrationsgrenzen 0 und 1. Und jetzt multipliziere ich die Skalarprodukte aus. Die sind einfach, weil hier überall eine 1 steht. Also haben wir t Quadrat plus t hoch 3 plus t Quadrat dt. Bitte? 1. Das glaube ich nicht. Das war 11 durch 12 sowieso. Weil es, das kann nicht sein, da kann es 1 sein. Ja, wenn zum Beispiel t Quadrat Integral von 0 bis 1, 2 t Quadrat. Das gibt ein Drittel und plus ein Viertel. Das macht 2 Drittel. Zwei Drittel, ja? Zwei Drittel plus ein Viertel. Plus ein Viertel, das bedeutet, das kann nicht 1 sein. Habe ich nie behauptet. Nein, ich sage nur. Kann nicht 1 sein, soll auch nicht 1 sein. Ist ja eine völlig andere Aufgabe. Warum soll das Gleiche rauskommen? Und wenn ich das jetzt auf Zwölftel bringe, dann habe ich 3. Zwölftel und das muss ich mit 4, 8 plus 3, stimmt. Fast 1, ne? Aber nicht 1. 11 Zwölftel, er hat recht. Ist klar, ja? Gut, so, dann machen wir den nächsten Schritt. Jetzt nehme ich 2b. Die Aufgabe 2b. Ich nehme dasselbe Feld wie da oben, aber ich wechsle jetzt wieder den Weg mit denselben Anfangs- und Endpunkten. Das heißt, ich schreibe jetzt, ich habe es vergessen, diktieren Sie mal cb. Der Weg cb, der war t abgebildet nach. Und jetzt war hier, ich glaube, das erste Ding hieß t Quadrat, das letzte hieß t hoch 5 und in der Mitte habe ich es vergessen. T hoch 3? Nicht t hoch 1, t hoch 3 war das wahrscheinlich. Also hier t hoch 5 und hier t hoch 3. Ich glaube, so war es.
Ich habe es weggewischt. Da stand es. Quadrat T hoch 3 T hoch. Ja, also das war, ich will nur den gleichen Weg nehmen wie vorhin. Bloß das Feld ist jetzt verändert. Ja? So, und wenn ich das habe, also das ist das R von T, dann folgt sofort das R-Punkt von T gleich 2T, wie vorher auch, 3T Quadrat und 5T hoch 4 ist. Und was jetzt ein bisschen komplizierter ist, wie sieht in diesem Fall das F von T aus? Also die drei Komponenten. Ja? Ah, Moment, kann ich nicht so schnell. Also, das Feld heißt x mal y. X ist gleich t Quadrat, x mal z. Hier steht x mal z. T Quadrat mal t hoch 5, das gibt t hoch 7. Hatten Sie das auch? Also, x, das mal dem, das gibt t hoch 7. Ja? Sind wir einverstanden? Gut. Und jetzt haben wir y Quadrat, y ist hoch 3, also y ist gleich t hoch 3. Y Quadrat gibt damit t hoch 6 mal x, t hoch 6 mal t Quadrat gibt t hoch 8. Und jetzt kommt die dritte Komponente ist z mal y. Z ist gleich t hoch 5, y ist t hoch 3, das gibt t hoch 5 mal t hoch 3 gibt t hoch 8. Ist das richtig? Ja. Gut. Und jetzt berechne ich das W, B. W entlang des Weges CB. Das ist das Integral von 0 bis 1. Und jetzt muss ich das Skalarprodukt, ich rechne es hier gleich aus, zwischen den beiden Vektoren, also T hoch 7 mal T hoch 2, das gibt T hoch 9. Plus T hoch 3 mal T hoch 8, das gibt T hoch 11. Plus T hoch 5 mal T hoch 8, das gibt T hoch 13. Wenn ich richtig gerechnet habe. dt. Na, müssen Sie nicht eigentlich mal mit R-Punkt da? Ah, ja. Alles falsch. Ich habe mich vertan. Also das ist alles falsch. Muss ich nochmal machen. Das muss ich nehmen. Das mal dem, das gibt T hoch 2 mal T hoch 8. Okay. Und jetzt kommt 3 mal T Quadrat, das gibt 3 mal T hoch 10. Und jetzt haben wir 5 mal T hoch 4, das gibt 5 mal T hoch 12. So, jetzt stimmt es hoffentlich. So, sind Sie jetzt einverstanden? Ja. Okay, gut. Ja? Noch mal ganz kurz erklären, wie Sie auf T hoch 7, T hoch 8, T hoch 8 kommen. Da, also ja. Das hier ist x mal z. X ist gleich T Quadrat und Z ist T hoch 5, das gibt T hoch 7. Das muss man immer, das kostet ein bisschen Überlegung, den Weg immer einzusetzen. So, und jetzt das Integral, was kommt da raus? 2 durch 9 plus 3 durch 11. Okay, also, das gibt 2 mal T hoch 9 Neuntel, also 2, die kann man immer einsetzen, 2 Neuntel. Und das gibt 3 mal 10 hoch 11 Elftel, also plus 3 Elftel. Und dann haben wir 5 mal T hoch 13 Drittel, also plus 5 Dreizehntel. Ist das gleich 11 Zwölftel? Was? Ah, er hat keinen Rechner. Okay, was kommt da raus? Machen wir mal Zahlen, damit es eindeutig ist, das sind Brüche umzurechnen, ist immer, nicht immer gleich. Was kommt raus bei 11? Wo? Hier? Ja. 0, was? 0,879. Okay. Und was kommt hier raus? Nee, das passt nicht zusammen. Das geht nicht irgendwie. Was kommt raus, wenn man 11 durch 12 teilt? 0,9? 0,91. Hier. Aha. Und hier haben wir 0,87. Der Bruch von da unten, der gibt laut TI 1132 durch 1287. Und was gibt das, wenn du es ausrechnest? Ja, das ist ja diese 0,879.
Sie haben immer noch nach den 11 Zwölftel gesucht. Versuchen Sie es nicht. Wir haben keine Chance. So, was haben wir jetzt erkannt? Haben wir was erkannt? Was? Was ist die Erkenntnis aus dieser Rechnung? Die Arbeit ist kleiner geworden. Sie ist anders. Kleiner. Also nicht gleich. Ne? Es ist derselbe Anfangs- und derselbe Endpunkt. Was ich geändert habe, ist das Feld. Und für die beiden Wege habe ich jetzt plötzlich verschiedene Arbeit raus. Also die Arbeit ist nicht gleich auf den verschiedenen Wegen. Also kann man sich praktisch die Feldlinien jetzt anders angeordnet vorstellen? Oder was? Ja, die Feldlinien sehen jetzt anders aus, ja. Genau. Das ist ein anderes Feld. Und ich weiß nicht, ob wir es rauskriegen. Wir können es ja mal. Sie haben, sind ja alle hoch bewaffnet mit Instrumenten, hochgerüstet. Wir versuchen mal den dritten Weg auch noch. Ich kann aber nicht garantieren, dass wir das Integral rauskriegen. Nicht? Also jetzt nehmen wir noch Beispiel 2c. 2c und jetzt muss ich den Weg rekonstruieren. Das heißt, c, Index c, das war die Kontur c, t wird abgebildet auf. Der erste war Sinus t, der andere war 1 minus, ne, Cosinus t minus 1. So, 1 minus Cosinus t, vergessen. 1 minus Cosinus t. Und der dritte war t geteilt durch pi halbe, also t, 2t durch pi. Ja? Und t durchläuft jetzt, anders wie vorher, das Intervall zwischen 0 und pi halbe. Kleine Kontrolle, wenn t gleich 0 ist, haben wir hier 0 und hier 0. Wenn t gleich pi halbe ist, haben wir hier 1. Hier ist 0, das heißt, hier ist 1 und hier haben wir auch 1. Okay, gut. Ja? Das heißt, genau das ist derselbe Weg natürlich wie vorher. In dem Beispiel vorher, das ist der dritte Fall. Wir haben wieder den Anfangspunkt 0, 0, 0. Wir haben den Endpunkt 1, 1, 1. Aber der Weg ist ziemlich verschnörkelt. Ja? Ich nehme dasselbe Feld wie da drüben. Also ich schreibe es nochmal hin, damit es vollständig ist. Also das Feld F hat die Form, was haben wir? XY, XZ, pardon, XZ, Y Quadrat X, 2Z, pardon, Z mal Y. Und das Beispiel rechnen wir jetzt. Und dann dazu müssen wir als erstes mal das R-Punkt, das war ja das R von T, jetzt muss ich das R-Punkt ausrechnen. Erster Schritt. Das R-Punkt ist gleich, das hatten wir vorher auch schon, Cosinus T. Und da haben wir 1 minus Cosinus abgeleitet, gibt Sinus T. Und das andere gibt 2 durch Pi. Klar? Und jetzt brauche ich noch das F, das ist ein bisschen komplizierter, das F von T für diesen Weg. Ich muss also dieses F einsetzen und diesen Weg benutzen. Ja? Dann steht also da und jetzt sehen Sie, wie kompliziert das unter Umständen werden kann. Ich weiß noch nicht genau. Also X mal Z, das bedeutet, Sie müssen Sinus mal 2T ausrechnen. Sie haben also Sinus T mal 2T mal 2 durch Pi mal T. Das ist X mal Z. Und jetzt muss ich Y Quadrat mal X. Y Quadrat ist 1 minus Cosinus T. Und das muss quadriert werden. Mal X und X ist Sinus T. Und die dritte Komponente heißt Z mal Y. Z ist gleich 2 durch Pi mal T, muss man auf die andere Seite, 2 durch Pi mal T, das ist das Z und das Y ist 1 minus Cosinus T. Also hier steht mal 1 minus Cosinus T. So, damit haben wir das Feld entlang dieses Weges. Sieht kompliziert aus. Und jetzt, wenn ich jetzt das Arbeitsintegral ausrechne, dann habe ich W Index C gleich Integral von 0, die obere Grenze ist Pi halbe. Und hier innen drin steht jetzt das Skalarprodukt zwischen diesen beiden. Jetzt lese ich es richtig ab. Dann steht da, also ich schreibe es in einer anderen Reihenfolge. Der erste Summand ist 2 durch Pi mal T. Und dann mal Cosinus T mal Sinus T. Das ist der erste.
Der zweite Summand heißt plus Sinus t mal dem da, also da gibt es Sinus Quadrat t, oder 1 minus Cosinus t ins Quadrat mal Sinus t ins Quadrat. Das ist der zweite Term. Und der dritte Term, der heißt plus 2 durch Pi mal 2 durch Pi, also das gibt 2 durch Pi ins Quadrat und dann mal 1 minus Cosinus t. Klammer zu, dt. So. Und jetzt höre ich auf, jetzt müssen Sie rechnen. Was? Ich habe nicht verstanden, habe ich einen Fehler? Da? Sekunde, das, da fehlt noch ein T. Ja, da fehlt noch ein T, danke. So, so und jetzt jagen Sie es mal in Ihre Rechner. Also das habe ich keine Lust auszurechnen. Was haben Sie? Mathematiker? Okay, gut. Mal sehen, wer schneller ist. TI gegen Mathematiker. Was? Vor- und Nachteil auf beiden Seiten. Gegen die Kopfrechner. Das ist die dritte Partei. Die sind im Vorteil, die sind außen vor. Nur noch ein Kopfrechner ist heute da. Wenn die schöner rauskommt. Ja, was kriegt man raus? Minus 17 Zwölftel plus 2 durch Pi plus 9 Pi durch 16. Minus 17 Zwölftel plus 2 durch Pi plus 9 Pi durch 16. 9 Pi durch 16. Und wenn Sie das ausrechnen? Als Dezimalzahl? Jetzt kommt der Mathematiker-Spezialist. Sowas müssen Sie in der Klausur können. Ich will 0,97? Okay, einverstanden. Also. Ja, ich habe 0,79. Zahlendreher? Also es gibt noch widersprüchliche Ergebnisse, dann warte ich noch auf das dritte Ergebnis. Was? Ja. Ah, er hat einen Rechner genommen. Gut. Ich mache mich gleich durchsichtig. 0,98. Ja, also 0,97. 975 oder sowas. Das hat jemand auch vorhin schon gesagt, ne? Gut. Jetzt habe ich 0,83. Ich habe das Cosinus, 1 minus Cosinus Quadrat vergessen. Aber, also, ja, jetzt hab ich's. Was sagt die Mathematikerfraktion? -7 hat er gesagt, ja? Addieren können Sie schneller als Mathematiker, ne? Ja. Bei R Punkt von T, ja. Das ist die 2 durch Pi. Ja, da kommt das her, ja. Kommt. Weiter unten in der dritten Zeile.
Da? Von oben. Also, ich habe jetzt mit unten jetzt eingetippt. Also, eins, zwei, drei. Genau. Ja. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Das? Ja. Wo das herkommt? Das ist die Ableitung von 2t durch das. Ja? Also, ich muss mir jetzt so verlassen, dass Mathematik das nicht. Nee, 9,87 wäre fast. Also, ich habe jetzt 0,83. Also 0,98 ist dann richtig. Ja. Okay. Okay, das. Die Zahlenakrobatik lasst ihr jetzt alleine. Damit lasse ich euch alleine. Da müsst ihr euch jetzt einigen. Also, es wird schon eine Zahl sein. Das Ergebnis. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Ihr müsst das Ergebnis hier rauskriegen. Also, es ist offenbar umstritten, aber nicht umstritten ist, dass es sich unterscheidet von dem und von dem. Mit Sicherheit. Ja? Also, das wäre ein Wahnsinnszufall. Kein Zufall, kommt nicht vor. Das kann weder gleich dieser Zahl noch gleich dieser Zahl sein. Und was haben wir gelernt? Wie auch immer, diese Integrale ausfallen. Ich habe ja gleich gewarnt, dass es schwierig ist, diese Integrale. Wenn man sich da zu sehr verheddert, dann kriegt man Integrale, die sie fast nicht mehr alleine rauskriegen oder vielleicht überhaupt nicht rauskriegen. Aber das Ergebnis heißt, wenn Sie dieses Feld jetzt nehmen, dieses Feld nehmen und Sie gehen entlang dieses Weges einmal und beim zweiten Mal entlang dieses Weges und beim dritten Mal entlang dieses Weges, dann kriegen Sie jedes Mal eine andere Arbeit raus. Also das Gesetz, dass die Arbeit unabhängig vom Weg ist, ist falsch. Gegenbeispiel. In diesem Fall, für dieses Feld hier, ist die Arbeit nicht unabhängig vom Weg, sondern extrem abhängig vom Weg. Wenn Sie einen anderen Weg wählen, ich kann Ihnen noch 1000 andere Wege hinschreiben, Sie kriegen jedes Mal eine andere Arbeit raus. Das ist das Phänomen, was ich Ihnen sozusagen vorführen wollte an diesen drei Beispielen, an diesen sechs Beispielen genau genommen. Und jetzt ist die Frage, was steckt dahinter? Im einen Fall haben wir für drei Wege gleiche Arbeit raus. Man darf glauben, viele glauben das sofort, dass sie beliebig andere Wege nehmen können und es kommt immer die gleiche Arbeit raus. Und nachdem ich das Feld verändert habe, kommt bei jedem Weg eine andere Arbeit raus. Ja. Es hängt also vom Feld ab. Es hängt ab von der Wahl oder von der Vorgabe, wie das Vektorfeld vorgegeben ist. Und das sind Eigenschaften des Vektorfeldes. Und da das so charakteristische Eigenschaften sind, kriegt dieses Feld oder diese Eigenschaft einen Namen. Ich habe es schon genannt. Eine solche Eigenschaft heißt konservativ. Also, ich fasse mal zusammen. Ich mache mal hier Platz. Felder, die folgende Eigenschaften haben. Das ist eine Definition. Es ist einfach die Definition. Definition macht man immer dann, wenn man etwas auszeichnen will mit einem eigenen Namen. Also wenn es einen Sinn macht, solche Felder auszuzeichnen. Also Definition. Felder. F, also irgendein Vektorfeld, bei denen das Arbeitsintegral oder Linienintegral, ich nenne es mal Arbeitslinienintegral allgemein, so wie es vorher definiert wurde, ne? Linienintegral, Weg unabhängig ist. Was war das? Das ist die Baustelle da hinten bei der Krank. Sind, muss ich sagen. Ne? Das Linienintegral ist. Ah, okay. Die Linienintegrale sind, dass Linienintegrale wegunabhängig ist, heißen konservativ. So, jetzt muss ich das ein bisschen genauer sagen. Ich habe das hier hingeschrieben, dass Linienintegrale wegunabhängig. Das ist ein bisschen sehr unspezifisch, weil Sie können unendlich viele Linienintegrale hinschreiben. Also gemeint ist Folgendes. Mit das Linienintegral wegunabhängig ist damit gemeint. Damit ist gemeint,
für jeden geschlossenen Weg. Also für jede geschlossene Kurve. Was heißt geschlossen? Das heißt P vom Anfangspunkt, also P von, wie hat es genannt? Oder R. R von T0 ist gleich R von T1. Das ist damit gemeint. Also ein geschlossener Weg ist sowas. Wenn Sie einen Punkt P0 haben und dann läuft Ihr Weg irgendwo und er landet nachher wieder hier, also dass P1 gleich P0 ist, dann ist das ein geschlossener Weg. Ja? Und das ist die, wenn man will, die formale Eigenschaft, die wir, wenn wir R von T0 den Anfang und mit R von T1 den Endpunkt des Weges bezeichnen wollen. Geschlossen bedeutet das, dass der Endpunkt sich wieder beim Anfangspunkt einfindet. Für jeden geschlossenen Weg gilt, dass das Wegintegral über diesen geschlossenen Weg C, ich nenne ihn mal C, mit der Eigenschaft. Und um zu charakterisieren, dass es ein geschlossener Weg ist, mache ich hier einen Kringel und hier unten runter das C. Und hier innen drin steht jetzt das Arbeitsintegral f dr. Und das ist gleich 0. So, warum? Zunächst mal, was ist eine andere Schreibweise für das Phänomen, was wir vorhin gesehen haben? Ich hätte ja im ersten Beispiel, also das, was jetzt alles weggewischt ist, hätte ich ja Folgendes machen können. Ich hätte über den ersten Weg sozusagen von 0 bis 1 laufen können, also von 0, 0, 0 bis zum Punkt 1, 1, 1 und hätte dann auf dem zweiten Weg zurücklaufen können. Und ich glaube, es ist leicht einzusehen, Sie können es auch sofort nachprüfen, dass wenn ich den Weg in umgekehrter Reihenfolge durchlaufe, kriege ich dieselbe Arbeit raus, bloß mit dem Vorzeichenwechsel. Nicht, weil die Vektoren sich einfach umdrehen um 180 Grad und dann ist das Skalarprodukt mit negativen Vorzeichen an jeder Stelle zu versehen. Und das bedeutet, dass der Weg, wenn Sie zurücklaufen, wenn Sie von hier bis hier laufen, kriegen Sie eine Arbeit. Und wenn Sie vom Endpunkt zum Anfangspunkt auf einem anderen Weg zurücklaufen, kriegen Sie dieselbe Arbeit mit negativen Vorzeichen. Das heißt, wenn Sie einmal auf einer geschlossenen Kurve laufen, im Fall des Beispiel 1, das hier weggewischt ist, kriegen Sie 0 raus. Und das ist die allgemeine Formulierung. Und das ist neu dazu, ist, dass es für jeden geschlossenen Weg gelten soll. Das ist natürlich schwer nachzuprüfen. Ja? Aber wenn es so ist, dann heißt das Feld konservativ. Ja. Auch wenn der Weg sich in einem oder mehreren Punkten trifft? Völlig egal. Sie können beliebig rumtrodeln, Sie müssen nur wieder ankommen am selben Punkt. Dann, wenn dann 0 rauskommt, immer, dann heißt das Feld konservativ. Okay? An einem Punkt, wo der Weg sich trifft, da ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes? Oder? Nee, das heißt nur, dass dann vielleicht Zwischenarbeitsteile gleich sind. Ne? Dann könnte man das abkürzen oder so. Nicht, wenn man sich irgendwo trifft, dann kann man das Stückchen schon wegschneiden, das ist schon 0. Mhm. Brauche ich nur den kurzen Weg zu laufen. Könnte sein. Ne? Also, und warum das konservativ heißt, das habe ich vorhin schon mal erklärt. Konservativ bedeutet, die Energie bleibt erhalten. Wenn Sie also vom Punkt P0 zum Punkt P1 laufen, wird eine bestimmte Arbeit reingesteckt. Und diese Arbeit gewinnen Sie wieder, wenn Sie zurücklaufen. Es muss nicht derselbe Weg sein. Sie können über einen beliebig anderen Weg zurücklaufen. Und das heißt, die Arbeit ist konserviert gewesen in dem Feld. Und die kriegen Sie wieder raus. Bitte. Ist es jetzt bei Linienintegral ja. Auch wichtig, dass man dann weiß, wo dann das Maxima sozusagen ist von der Arbeit? Weil wenn der jetzt zum Beispiel wieder zum Punkt kommt, dann kann es so sein, dass ich an irgendeinem anderen Punkt sozusagen eine höhere Arbeit habe als jetzt wieder am Punkt P1 oder P0. Sie kriegen möglicherweise an jedem Punkt eine andere Arbeit. Also Sie könnten Folgendes machen. Sie setzen den Punkt P0 immer in den Ursprung. Und dann laufen Sie zu irgendeinem Punkt im Raum.
Und dann können Sie für jeden Punkt im Raum eine Arbeit auskriegen. Und die ist möglicherweise überall anders. Also abhängig vom Weg. Ja? Oder, habe ich versprochen, nicht abhängig vom Weg, sondern abhängig von der Lage des Punktes. Also wir nehmen mal an, ich habe ein konservatives Feld. Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn Sie ein konservatives Feld haben, dann haben wir gesagt, die Arbeit ist unabhängig vom Weg. Das ist die formale Aussage. Und jetzt können Sie es aber noch mal anders betrachten. Sie starten hier, also Bemerkung 2. Das können wir gleich als Bemerkung 2 einbauen. Bemerkung 2. Wenn F konservativ ist, also diese Eigenschaft hat, das ist ja furchtbar. Können wir mal zumachen? Ist da hinten, kommt es da rein, der Lärm? Wenn F konservativ ist, dann kann man Folgendes machen. Dann kann ich zum Beispiel von P0 starten, es muss nicht P0 sein, aber ich starte mal von P0. Dann kann man von P0 startend, P0 hatte ich das genannt, ja, P0 hat einen Namen, P0 startend, jeden Punkt des Raumes, für jeden Punkt des Raumes, des dreidimensionalen Raumes, also nennen wir den Punkt mal P, der hat die, ich mache es vielleicht sauberer, Punkt des Raumes P, und der hat die Koordinaten, beliebige Koordinaten x, y und z. Nennen wir einen P1, damit es klar ist, das ist sozusagen der Endpunkt unserer Kurve, eine Arbeit definieren. Und wichtig dabei ist, interessant dabei ist, die ist eindeutig. Arbeit. Ich nenne es mal W. W von x, y und z. Und die ist definiert als einfach das Integral von P0 bis P1 f dr. Definieren. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Frage. Nicht? Also das, ich habe es jetzt einfach aufgenommen. Ich nehme an, das war die Frage. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich P0 zum Beispiel in den Ursprung lege und ich picke mir irgendeinen anderen Raum, einen anderen Raumpunkt aus, dann ist egal, auf welchen Weg ich da hinkomme, wenn das Feld konservativ ist, ich kriege immer dieselbe Arbeit an dieser Stelle. Und an einer anderen Stelle kriege ich auch auf dieselbe Weise immer dieselbe Arbeit. Und das bedeutet, ich kann auf diese Weise eine neue Funktion im Raum definieren. Eine, genau genommen ein skalares Feld. Es entsteht auf diese Weise, wenn wir ein konservatives Feld haben, ein konservatives Vektorfeld haben und wir integrieren die Arbeit von Punkt 0 bis zu dahin, wo ich gerade den Weg mir ausgepickt habe, kann ich auf diese Weise eine neue Funktion definieren. Und das, was hier rauskommt, diese Funktion, die da entsteht, das ist ein skalares Feld, das ist das Potenzial. Das nennt man Potenzial. Das kennen Sie aus der Elektrotechnik. Wenn Sie ein Potenzial haben, oder Sie können sozusagen aus einem Vektorfeld mit dieser Eigenschaft immer ein solches Potenzial definieren. Ja, da gibt es noch andere Eigenschaften. Bitte? Verschiedenen Punkten die Arbeit nicht gleich ist. Weil nein, das kann auch gleich sein. Wenn man die kann auch Punkte gleich sein. Würde, wo die gleich wäre. Ja klar, das und sind die Äquipotentialflächen. Das sind die Äquipotentialpunkte. Und da gibt es ganze Flächen, wo das gleich ist. Das sind die sogenannten Äquipotentialflächen. Klar, das gibt's. Die sind interessant, um Felder zu untersuchen. Ja? Es gibt Felder, wenn sie konservativ sind, die haben wohl definierte Äquipotentialflächen. Also ich kann Ihnen gleich eins nennen, wenn Sie irgendein rotationssymmetrisches Feld haben, das Coulomb-Feld, dann sind die Äquipotentialflächen Kugelsphären.
die um den Nullpunkt liegen. Ja, sowas. Also nochmal, der Gedanke ist wichtig, weil das ist nämlich sozusagen die Fortsetzung gleich von diesem ganzen, von der ganzen Argumentation. Bei konservativen Feldern haben Sie immer die Möglichkeit, über diese Methode hier ein skalares Feld zu definieren, indem Sie einfach das Integral, das Wegintegral von irgendeinem festgewählten Ursprung zu dem beliebigen Punkt ausrechnen. Und da das eindeutig ist wegen der Konservativität, haben Sie eine eindeutige Funktion definiert. Und das ist das Potenzial. Man muss ein bisschen bei der Definition dieses Potenzials, was ich jetzt verbal gemacht habe, ein bisschen darauf achten, dass das Potenzial nur eindeutig ist bis auf eine Konstante. Und das bedeutet eigentlich nur, dass es abhängt vom Anfangspunkt. Wenn Sie einen anderen Anfangspunkt wählen, kriegen Sie dieselbe Funktion im Raum bis auf die bis auf eine Konstante, die eigentlich nur den Abstand zwischen dem ursprünglichen Anfangspunkt und dem anderen Anfangspunkt angibt. Ja, im Grunde eine Wahl des Anfangswerts. Aber ansonsten ist es dieselbe Funktion. Das heißt, diese Potenziale, die auf diese Weise definiert werden können, sind bis auf eine Konstante eindeutig. Okay, also das haben Sie jetzt gesehen, den Begriff. Ne? Also wenn man solche Eigenschaften hat, dann kann man auch solche Funktionen definieren. Also Bemerkung 3, das Ding heißt Potenzial. Also W, ich schreibe es mir hier unten drunter, weil es eigentlich hier dazu gehört, W, X, Y und Z. Jetzt hatte ich, mal gucken, ich glaube, dem haben wir einen Namen gegeben. Das heißt dann V von X, Y und Z. Kriegt einfach, statt W schreibe ich V, damit es ein bisschen speziellen Namen heißt, ist ein Potenzial oder heißt Potenzial. Dann in diesem Fall Potenzial von F. Schauen wir hier weiter, von F. Also was wir jetzt gesehen haben, ist schon, das ist schon der erste Satz sozusagen, den ich Ihnen hier unterjubeln wollte. Wenn Sie konservative Felder haben, dann haben solche Felder immer ein Potenzial. Können Sie es noch lesen? W von X gleich V von X heißt dann Potenzial von F. V ist Gewicht. V ist das Potenzial. Und jetzt gibt es noch einen interessanten Zusammenhang. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt Ihnen vorrechnen soll. Es gilt nämlich auch umgekehrt. Bemerkung 3. Bemerkung 3. Umgekehrt gilt. Wenn man irgendeine skalare Funktion hat, sei V, ich nenne es mal so, auch V von X, Y und Z, ein skalares Feld, dann gibt es zu diesem skalaren Feld immer ein Vektorfeld, zu dem diese Funktion Potenzial ist. Und ich kann es Ihnen sogar vorrechnen, welches das ist. Also wenn Sie ein Potenzial haben, haben Sie immer ein zugehöriges Vektorfeld. Und das ist konservativ. Im Sinne, dass diese Eigenschaft gilt und im Sinne, dass, wenn Sie das integrieren, vom Punkt 0 bis zum Punkt x, y, z, dass dann das Potenzial wieder rauskommt. Und dieses dann existiert immer. Immer kann ich weglassen, aber es ist deutlicher. Ein Vektorfeld
F, zu dem V Potential ist. Mit V als Potential. Und das ist ein bisschen umständlich formuliert. Ich hätte es einfacher schreiben können. Nämlich, ich mache einen Doppelpunkt. Das ist nämlich so gemeint. Nämlich der Gradient. Wir haben gestern gelernt, was der Gradient ist. Gradient von V ist dann gleich F. Nicht? Das ist die Aussage. Also vorher macht dann das war Divergenz? Ja, Gradient, Divergenz und Rotation. Und das ist jetzt, wenn Sie wollen, die Integration. Ne? Also Gradient ist die Ableitung. Und das hier, das Linienintegral, ist die Integration, die dazu gehört. Nicht? Das, was hier steht, ist eine andere Form des Hauptsatzes der Integral- und Differentialrechnung. Im dreidimensionalen für Vektorfelder. Also nochmal. Hier steckt natürlich was drin, was ich noch nicht vorgerechnet habe. Aber ich kann es an einem Beispiel nachher gleich mal rechnen. Aber ich habe es nicht allgemein bewiesen. Patrick? Warum schreit er? Vielleicht ist die Festplatte voll? Okay, gut, dann lass mal ihn schreien. Also, ich wiederhole nochmal, was wir jetzt gesehen haben. Konservative Felder haben Potenziale. Umgekehrt, wenn ich ein Potential, sprich irgendein skalares Feld vorgebe und davon den Gradienten bilde, dann habe ich ein Vektorfeld, ein konservatives Vektorfeld. Das ist auch nicht selbstverständlich, das ist also wirklich natürlich noch zu beweisen. Ich beweise diese Sätze nicht vollständig. Und dieses konservative Feld hat dieses ursprüngliche V, von dem ich den Gradienten gebildet habe, als Potential. Ja? Also es gilt sozusagen, wenn ich dieses F hier in diese Mühle hier reinstecke und hoch integriere, für jeden Punkt das Linienintegral eines beliebigen Weges ausrechne, dann bekomme ich bis auf eine Konstante dieses V wieder. Das ist erstmal ein interessanter Zusammenhang und der taucht auch auf in der Physik, in der Elektrotechnik. Wenn Sie in der Elektrotechnik über Potenziale reden oder über Felder reden, dann steckt immer dieser Zusammenhang hier drin. Wenn Sie ein elektrisches Feld haben, ich weiß nicht, wie Herr Schwedlik das eingeführt hat, und Sie berechnen über Linienintegrale die Wegintegrale von einem Punkt zum anderen Punkt innerhalb des elektrischen Feldes, dann berechnen Sie die Potentialdifferenz. Das nennt man heute Spannung. Das ist die Spannung im Feld. Ja. Das heißt, das Potential oder die Potentialdifferenz im elektrischen Feld ist die elektrische Spannung. Und das Ganze, sozusagen die ganze Verteilung des Potentials oder die Verteilung der Spannung, wenn Sie wollen, wenn Sie von einem bestimmten Punkt aus die Spannungsdifferenz ausrechnen, das ist das Potential des Feldes. Und Sie können aus dem Potential, aus der Spannungsverteilung, das Feld selbst wieder berechnen, indem Sie den Gradienten bilden. Und umgekehrt, wenn Sie das elektrische Feld haben, gewinnen Sie das Spannungsverteilungspotenzial durch die Linienintegrale. Und das Schöne ist in Gänsefüßchen, da das unabhängig ist vom Weg, die Linienintegrale, Sie brauchen nicht keinen beliebigen, verrückten Weg zu wählen, können Sie unter Umständen das Potenzial leicht gewinnen, indem Sie einfache Wege nehmen, zum Beispiel parallel zu den Koordinatenlinien. Dann können Sie das Potential für ein bestimmtes konservatives Feld direkt ausrechnen. Und das ist eine Anwendung für das Linienintegral. Machen wir gleich. Aber ich will jetzt noch eine Bemerkung 4 loswerden. Es gibt nämlich noch einen interessanten Zusammenhang. Das sieht man nicht sofort, aber einen davon kann ich direkt beweisen. Es gibt also noch eine Bemerkung 4. Achso, vielleicht soll ich da drüben noch hinschreiben. Weil das so ist, deshalb heißen konservative Felder auch Potentialfelder oder Gradientenfelder. Ja? Also deshalb nennt man auch, deshalb
heißen konservative Felder. Also die Vektorfelder, ne? Sind immer die Vektorfelder gemeint. Auch entweder Potentialfelder, das heißt, sie haben ein Potential, oder sie sind erzeugt durch einen Gradienten. Potential- oder Gradientenfelder. Potentialfelder oder Gradientenfelder. Ich kann schlecht schreiben hier in der Ecke. Gradienten. Ich kürze es mal ab. Gradienten F heißt Gradientenfelder. Also konservative Felder sind gleichbedeutend, dass ein Potential existiert und dieses Potential ermöglicht auch das Feld wieder zu gewinnen über den Gradienten. So, und jetzt kommt die Bemerkung 4. Und das packen wir dann alles nachher zu einem Satz zusammen. Es gibt noch einen interessanten Zusammenhang. Gradientfelder, also Felder, die durch einen Gradienten gebildet sind, haben immer die Eigenschaft, dass die Rotation gleich Null ist. Ja. Also, es gilt, Gradientenfelder also F gleich Gradient V haben die Eigenschaft, dass Rotation von F ist gleich 0. Also 0 muss ich ein Pfeilchen drüber machen, denn das ist natürlich Rotation, wenn Sie sich erinnern, ist ein Vektorfeld. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Und es gilt auch alles umgekehrt. Ich habe es jetzt noch nicht alles weder bewiesen noch hingeschrieben. Es sind völlig äquivalente Aussagen. Alle drei Aussagen sind gleichbedeutend. Und die dritte Aussage hier unter der Bemerkung 4, die hat den Vorteil, dass sie ein Kriterium liefert für konservative Felder. Sie können jetzt erkennen, Sie können jetzt ausrechnen, bevor Sie unendlich viele Wege ausrechnen, Integrale über unendlich viele Wege ausrechnen. Sie können jetzt vorher feststellen, ob das Feld konservativ ist oder nicht. Nämlich, wir können nachher die Beispiele gleich nochmal angucken, wenn Sie die Rotation ausrechnen von diesem Feld, wenn das 0 ist, dann haben Sie ein konservatives Feld und dann passiert das, was wir ganz im ersten Beispiel gemacht haben, dass über beliebig viele Wege immer derselbe Wert rauskommt, dass also die Arbeitsintegrale oder das Arbeit unabhängig ist vom Weg. Das ist das Kriterium dafür. Wenn das nicht erfüllt ist, dann haben Sie keine Chance. Dann ist es im Allgemeinen nicht unabhängig vom Weg, sondern für jeden Weg eine andere Arbeit. Also ich fasse mal zusammen. Es gilt Folgendes. Ich mache es mal in einer Kurzform. Das ist die Wegunabhängigkeit für alle C. Moment, ich muss mal hier C. Noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Platz, Entschuldigung. Also, das heißt für alle Wege, die geschlossen sind. Das heißt für alle Konturen, wenn ich eine geschlossene Kontur habe und das Arbeitsintegral bezüglich des Vektorfeldes d ausrechnen, wenn da 0 rauskommt, das Ding ist gleichbedeutend damit, dass ein Potential existiert. Das heißt, es existiert ein V. Das heißt, es existiert, ich weiß nicht, ob Sie die Quantoren auch so nehmen, ich habe es mal so eingeführt, es existiert ein V, sodass F gleich Gradient, F-Vektor gleich Gradient V ist.
Und das ist gleichbedeutend damit, dass die Rotation von F gleich 0 ist. Das ist die Aussage. Es gibt drei Eigenschaften und die sind völlig äquivalent. Wenn das eine gilt, genau dann gilt auch jeweils die beiden anderen und umgekehrt. Geschlossene Kontur. Nee, das ist eine logische. Das Ding heißt für alle. Ich glaube, ich habe es mal eingeführt in der ersten Vorlesung bei Logik. Und das Ding heißt, es existiert. Also manche Leute schreiben das auch so, dass sie für alle schreiben so ein umgekehrtes A und für die Existenz schreiben sie sowas. Das sind andere Schreibweisen. Das sind nur, damit ich die Aussage nicht so in einen riesen Satz packen muss. Das ist eine verkürzte Schreibweise für die Aussage. Für alle Konturen, die geschlossen sind, gilt das W-Integral ist gleich 0. Das ist das, was hier steht. Das hatte ich ja da oben noch nicht. Also das hier, diese Aussage zusammengefasst in eine Drittelzeile steht hier. Ja. Frage? Ja. Das da? Das? Das da, ist kein Höhlenintegral, es ist ein geschlossenes, ein Linienintegral über eine geschlossene Kurve. Das bedeutet, die Kurve fällt der Anfangspunkt und der Endpunkt zusammen. Das, wenn ich starte hier, dann laufe ich irgendwie rum und dann lande ich wieder hier. Das bedeutet geschlossenes Linien. Das habe ich hier auch nochmal hingeschrieben. Das ist die Eigenschaft. Dann macht man hier so einen Kringel drum, weil das soll heißen, ich laufe auf einer geschlossenen Linie. Es ist kein Höhlenintegral. Wenn Sie wollen, es ist ein eindimensionales Höhlenintegral. Aber okay, ja, es ist ein bisschen anders. Hat was zu tun natürlich mit dem Oberflächenintegral. Aber das ist erstmal ein Linienintegral auf einer eindimensionalen Kurve. Okay? Diese drei Eigenschaften fallen zusammen. Und ich will, man müsste sozusagen jetzt alles eine nach dem anderen hier vorrechnen. Ich rechne nur ein paar von denen vor, die sofort einsichtig sind. Die eine Richtung, also dass man von hier, dass man von einem konservativen, das bedeutet Feld ist konservativ, zu einem Potentialfeld kommt. Das habe ich hier praktisch argumentiert. Das war die Geschichte, dass man über ein Linienintegral hochkommt. Warum, wenn man dieses Potential ausrechnet und dann den Gradienten bildet, man dann wieder das F bekommt, das ist nicht offensichtlich. Aber was ich zeigen kann, ist, wenn wir ein Gradientenfeld haben und wir berechnen davon die Rotation, dass da 0 rauskommt, das ist einfach. Das rechnen wir mal kurz vor. Und dann machen wir mal ein Beispiel, damit Sie sehen, wie das aussieht. Und zwar am besten nehmen wir die beiden Beispiele, die wir vorhin hatten. Aber ich rechne erstmal noch einen abstrakten Beweis vor, weil der ist so einfach, dass man es sofort einsieht. Also, Teilbeweis. Wir nehmen an, wir haben ein Gradientenfeld. Also sei F. Angenommen, wir haben ein Gradientenfeld.
F gleich Gradient V ist ein Gradientfeld, offensichtlich, ne? Und dann zeigen wir, dass die Rotation von diesem F gleich 0 ist. Dann gilt, Rotation von F. Und das ist Rotation von, und jetzt setze ich ein, das Gradientenfeld, Gradient von V. Und das, dieses Ding, das rechne ich jetzt mal aus. Ich muss jetzt zurückgehen auf die Definitionen, die ich gestern Ihnen so ein bisschen vorgeknallt habe, aber Sie werden sich eh dran gewöhnen. Vielleicht hat es in der Elektrotechnik schon mal auch, es ist da auch schon mal aufgetaucht. Bitte? Ja, vielleicht erkennen Sie es wieder. So, ist klar, was ich jetzt tue, also was das Problem ist. Ich möchte gerne von hier nach hier. Also ich nehme an, wir haben sowas und ich beweise, will hier beweisen, dass das rauskommt. So. Was bedeutet denn diese Symbole jetzt nochmal hier? Da oben steht es drüber. Das, dieses Ding hier, das heißt für alle C mit der Eigenschaft gilt. Das Integral gleich 0 ist. Das ist das, hier hatte ich es in der Mitte vorhin mal verbal hingeschrieben. Da habe ich 3 Zeilen gebraucht. Jetzt habe ich so eine halbe Zeile gepackt. Ja? Und dieses Symbol heißt, es existiert ein V. Es gibt ein Potenzial. Ja? Das soll also heißen, wenn man ein konservatives Feld hat, dann gibt es auch ein Potenzial, was dazugehört mit der Eigenschaft, dass der Gradient des Potenzials unser Vektorfeld ist. Bitte? Am Ende ist es gleich. Was haben wir weiß oder? Ja, was soll da rauskommen? Ja? Und? Haben Sie es schon ausgerechnet? Ich habe noch so zusammen. Ja, das ist das, was wir zeigen wollen. Ja, wir wollen zeigen, jetzt fange ich an zu rechnen, gleich in einer Minute, dass dann 0 rauskommt. Dann habe ich von hier nach hier den Teil gezeigt. Zum ersten Mal ein Beweis. Also muss ich Rotations von Gradient ausrechnen. Ja, klar. Ja. Also ich schreibe erstmal den ersten Schritt hin. Ich muss schreiben Rotation von, und den Gradienten kann ich leicht hinschreiben. Der ist einfach, wenn Sie sich erinnern, das sind die partiellen Ableitungen in den Komponenten, also dx von v, dy von v, das ist das partielle Ableitung, ne, abgekürzt, dz von v. Das ist der Gradient, so ist er definiert. Das heißt, wenn Sie ein v haben, dann gewinnen Sie ein Vektorfeld, indem Sie die partiellen Ableitungen als Komponenten zusammenfassen für ein neues Feld. Das ist dann das sogenannte Gradientenfeld, das sich daraus ergibt. So, und davon muss ich jetzt die Rotation ausrechnen. Die Rotation, da müssen Sie jetzt ein bisschen nachgucken, wie das war, die Rotation von diesem Ding. Wie schreibe ich es hin? Vielleicht schreibe ich es gleich richtig hin. Ja. Also, was ist die Rotation von diesem Feld? Die Rotation von diesem Feld hat 3 Komponenten. Also das ist das F1, das ist F2, das ist das F3. Also da haben wir stehen, dy von der z-Komponente. Also dy von dz v minus dz von dy v.
Was kommt da raus? Also ohne, dass ich jetzt die anderen Komponenten hinschreibe, was kommt hier raus als erste Komponente? Warum? Warum sind die gleich? Ja. Also was hier steht, ist die Differenz der Ableitungen mit vertauschten Reihenfolgen. Und das ist gleich wegen des Satzes von Schwarz. Nicht? Der Satz von Schwarz sagt, wenn die Ableitungen existieren und stetig sind, setzen wir voraus, dann ist es egal, in welcher Reihenfolge ich differenziere. Das heißt, hier steht 0. Satz von Schwarz. Und geben Sie mal die anderen, das kann jetzt, wenn man die erste Zeile hat, dann kann man die andere gleich hinschreiben. Frage? Nach Y kommt Z, nach Z kommt X, wegen der zyklischen Vertauschung, und nach Z kommt X, nach Y kommt Z, V. Nicht? Und das ist genau dasselbe. Hier ist ein X. Sie können erst nach X und dann nach Z ableiten und es kommt das Gleiche raus, als wenn Sie zuerst nach Z und dann nach X ableiten. Also steht hier auch eine 0. Wegen des Satzes von Schwarz. Und natürlich auch die dritte Komponente. Nicht? Da steht V, hier steht D, hier steht D, nach Z kommt X, nach X kommt Y und hier haben wir dasselbe. D, D, zweite Ableitung von V, nach X kommt Y und nach Z kommt X. Und jetzt haben Sie ja wiederum die vertauschten Ableitungen und damit steht hier auch eine 0. Also ist das der Vektor mit den drei Komponenten 0. Und dann sehen Sie, also das heißt, der Schritt von hier nach hier ist ganz leicht. Deshalb habe ich ihn nachgemacht. Die anderen Beweise zeige ich nicht. Wir machen stattdessen mal ein Beispiel. Das ist die Geschichte der konservativen Kraftfelder. Konservative Felder haben solche Eigenschaften. Und nur die. Magnetfelder sind nicht konservativ. Denn da gilt das ganz bestimmt nicht. Man sind im Allgemeinen konservativ. Ja. Elektrische Felder, Gravitationsfelder. Man kann auch sagen, das kann man nachher auch vielleicht nochmal angucken. Alle Felder, deshalb konnte ich so leicht auswendig ein konservatives Feld hinschreiben, alle Felder, die kugelsymmetrisch sind, also die punktsymmetrisch sind, sind konservativ. Hat das auch damit was zu tun mit den Quellen? Ja. Das hatten wir in der Lichttechnik auch, dass die Felder, die keine Quellen haben, konservativ sind. Nee, das kann man nicht sagen. Also Magnetfelder zum Beispiel sind, ja, ist umgekehrt. Quellen, die Felder haben, die haben im Grunde eine punktsymmetrische Struktur. Und die sind konservativ, auch wenn mehrere Quellen sozusagen das Feld erzeugen. Das kann man wohl sagen, ja. Also es gibt ein paar Kriterien dafür, dass man das hinschreiben kann. Alle Felder, die Potenziale haben, nicht? Elektrische Felder haben Potenziale. So, also machen wir mal ein Beispiel und wir betrachten das erste Feld von unserem Beispiel 1. Ne? Da gab es ja ein Feld. Wo mache ich das hin? Hier. Also der Verdacht besteht, dass Folgendes gilt.
Das Beispiel heißt, unser Feld ist von folgender Form. F hat die Form x Quadrat, y Quadrat und z Quadrat. Das war unser erstes Feld vorhin. Ja. Und der Verdacht durch unsere drei Rechnungen, die wir gemacht haben, das ist natürlich noch lange nicht bewiesen. Wir hätten unendlich viele Wege ausrechnen müssen. Der Verdacht besteht, dass dieses Feld konservativ ist. Und wie können wir das beweisen? Indem ich einfach dieses Kriterium hier nachrechne. Das heißt, ich berechne jetzt die Rotation von diesem Feld aus und gucke nach, was rauskommt. Wir berechnen. Dann gilt. Die Rotation von F ist folgendes. Was ist das? Also, die Rotation von F war die die Ableitung nach y von der z-Komponente, also das heißt, partielle Ableitung von nach y von z-Komponente heißt z Quadrat minus der partiellen Ableitung der y-Komponente nach z. Nach z von y. Was kommt da raus? In der ersten Komponente? 2x mal. Na? Was heißt partielle Ableitung? 0. Achso. Das y ist konstant bezüglich der Ableitung nach z. Und das z ist konstant bezüglich der Ableitung nach y. Und damit ist konstant. Wie Sie das jetzt eingesetzt haben? Ich habe die Definition der Rotation benutzt. Ich schreibe sie mal hier in die Ecke, damit Sie es wiederfinden. Also zur Erinnerung. Zur gefälligen Erinnerung. Die Rotation von F ist gegeben durch, per Definition, durch ein dreikomponentiges Gerät. Und zwar ist es, hier oben steht, die partielle Ableitung nach y von f3, also von der z-Komponente, minus der partiellen Ableitung nach z von der f2-Komponente. Und dann geht es so weiter, nicht? Dann steht da, die partielle Ableitung y nach y kommt z nach f von f1 minus dx von f3. Und dann kommt dx von f nach 1 kommt 2. Minus dy von f1. So ist es definiert. Ja? Das war eine Definition. 1 minus 1? Was steht hier? Was ist das hier? 0. Da steht 0 minus 0 in der ersten Komponente. Und was kommt in der zweiten raus? Das bedeutet, ich muss jetzt die erste Komponente nehmen, das ist x Quadrat, und dann nach z ableiten. Also dz, die erste Komponente heißt x Quadrat. Ist 0. Ne? Und davon muss ich abziehen, von der dritten Komponente die Ableitung nach x. Also das heißt, dx partiell von z Quadrat. Ist auch 0, ne? Und die dritte Komponente heißt, man nehme die Ableitung nach x von der zweiten Komponente, die heißt y Quadrat, minus der Ableitung nach y von der x-Komponente. Das heißt, hier steht die Wahl 0. Also ist das Ding offensichtlich gleich 0. Und damit haben wir gezeigt, dass dieses Feld, von dem wir ja vorhin gesehen haben, dass es zumindest auf drei verschiedenen Wegen, wegunabhängig war, dass dieses Feld dieses Kriterium hier erfüllt. Damit ist dieses Feld konservativ und damit
behaupten wir, müsste auch ein Potenzial existieren. Frage? Ja, die partielle Ableitung, die nochmal von dem Rot Delta X Delta. Die partielle Ableitung heißt einfach, Sie ignorieren alle anderen Variablen und betrachten die Funktion nur abhängig von der einen Variable, nach der Sie ableiten. Alles andere ist konstant. Nicht? Also partielle Ableitung heißt, Sie haben eine Funktion von mehreren Variablen. In diesem Fall ist es natürlich trivial, einmal ist x², x, y², z². Da könnt ihr aber in jeder der Komponenten können auch x, y, z drinstehen. Ist aber hier in diesem Fall einfach, deshalb stimmt sie auch. Und da kein y drinsteht, ja, ist es 0. Ja, ja, klar, klar, klar. Das ist ja auch der Grund, warum das konservativ ist. Weil da nur die eine Komponente in die Richtung drin steht. Das ist ganz klar ein kugelsymmetrisches Feld. Es ist genau genommen, nee, nicht ganz. Sowas ähnliches wie ein Coulomb-Feld, aber es ist halt x Quadrat. Aber es ist ein kugelsymmetrisches Feld. Bitte? Dass das ein Kugelfeld ist oder so. Aus den Sachen. Warum das so ist? Das lass mal kurz beiseite. Ich rechne mal erstmal weiter an dem Beispiel. Warum das ein Kugelfeld ist, können Sie nicht ohne weiteres erkennen. Ja, doch, wir hatten ja x Quadrat plus y Quadrat. Ja. Also das war ja der Kreis und wendet nochmal die Z-Achse. Naja, ja, so ungefähr. Es ist kugelsymmetrisch. So. Aber was ist der nächste Punkt? Wenn das ein konservatives Feld ist, also wenn dieses Kriterium, haben wir gerade nachgeprüft, erfüllt ist, dann muss es auch ein Potenzial geben. Ein V. Und wie kriege ich dieses V? Trauen Sie sich nicht durch? Dann müssen Sie hier rumgehen. Wie berechne ich das zugehörige Potenzial? Es wird ja behauptet. Gradient? Nein. Das ist umgekehrt. Ich muss integrieren. Nicht? Ich habe ja das Feld gegeben und muss dann jetzt über ein Integral, über ein Wegintegral, das Potenzial berechnen. Ja? Also der zweite Schritt oder der zweite Teil des Beispiels, also hier wissen wir erstmal, also ist F. Ist dieses F konservativ? Konservativ. Ja. Und jetzt rechnen wir mal, das schaffen wir vielleicht gerade noch, ein Potenzial aus. Es gibt viele, ne, die unterscheiden sich durch eine Konstante, wie bei der normalen Integralrechnung auch. So, also, in unserem Beispiel rechnen wir weiter. Berechnung des Potenzials. Das ist nichts anderes als jetzt Wegintegrale. Es ist wieder ein Beispiel für Wegintegrale. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache erstmal ein Bildchen. Das ist die x, das ist die y und das ist die z-Achse. Und ich wähle erstmal relativ willkürlich, aber Sie werden sehen, das kann man dann beliebig machen, aber ich wähle jetzt erstmal P0 als 0,0,0. Also den Ursprungspunkt gleich 0. Und dann nehme ich irgendeinen Punkt hier. Irgendeinen Punkt hier. Der heißt P. Und das hat, der habe die Koordinaten x, y und z. Ich mache vielleicht hier ein x1, y1, yz1.
das hier, das ist der Punkt P1. Ich mache mal Indizes dran, die werden nachher wieder wegfallen, aber nur damit ich die Variablen, die jetzt auftauchen, unterscheiden kann. Also ich nehme irgendeinen Punkt, der habe die Koordinaten x1, y1, z1. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich den Weg oder die Arbeit ausrechne, die ich brauche, um von P0 nach P1 zu kommen. In 3 Minuten. Und das ist das Potenzial für einen beliebigen Punkt. Und der Trick ist jetzt, da das Weg unabhängig ist, wähle ich den Weg so, dass es mir am bequemsten ist. Und deshalb wähle ich den Weg so entlang der Koordinatenachsen. Also wenn ich jetzt, muss mal kurz ein bisschen skizzieren, wenn das unser Punkt ist, wo ich hin will, dann projiziere ich den runter und gehe hier lang. Und das heißt, mein Weg, ich mache jetzt mal ein bisschen andere Farbe, läuft so, hier lang und dann hier lang. Ich hätte auch einen beliebigen Weg nehmen können. Ich hätte auch so gehen können. Werde ich aber nicht tun, denn das Integral kriege ich nie raus. Aber die Integrale entlang dieser Wege kriege ich raus. Ich kann jetzt leider nicht vollständig zu Ende rechnen, aber ich rechne Ihnen erstmal den ersten Weg. Also diese drei Dinger, das muss ich jetzt zusammensetzen aus drei verschiedenen Wegen. Das eine Stückchen, das geht eben dieser Punkt hier. Das ist leider jetzt ein bisschen unübersichtlich. Dieser Punkt heißt x1, 0,0. Dieser Punkt heißt x1, y1, 0. Und dieser Punkt heißt x1, y1, z1. Das heißt, ich zerlege jetzt meinen Weg in das Stückchen zwischen 0 und diesem Punkt. Und das zweite Stückchen ist der Weg von hier bis hier. Und das dritte Stückchen ist der Weg von hier bis hier. Und das gibt 3 Wegintegrale. Und dann können Sie die ausrechnen. Also das W oder das V an der Stelle x1, y1, z1 ist das Integral. Das besteht aus 3 Wegen. Aus 3 Wegintegralen. Aus dem Integral von 0,0,0. Ich mache es mal symbolisch. Nach x1,0,0. Und da innen drin steht jetzt f dr. Das müssten Sie rechnen können. Nicht, wenn ich angebe, wie der Weg aussieht. Und dann kommt plus das Integral von x1,0,0 nach x1, y1, das ist dieses Stückchen hier, 0, f dr. Und der dritte Teil ist das Integral von x1, y1, 0 von hier bis x1, y1, z1, f, dr. Das ist das Programm. Aber machen wir heute nicht mehr. Im Prinzip könnten Sie das jetzt alleine machen. Was jetzt fehlt, was Sie vielleicht noch lernen oder erkennen müssen, wie beschreibt man jetzt die Wege? Die sind einfach. Nicht die drei Konturen. Das ist C1, Kontur C1. Das ist die Kontur C2 und das ist die Kontur C3. Also hier steht praktisch C1 drunter, hier steht C2 drunter, hier steht C3 drunter. Schönes Foto. Ging auch, hat geklappt. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wenn Sie fertig rechnen wollen, wir haben nein. Nein, das will ich nicht fertig rechnen. Also nicht heute. Nee, ich will nur insgesamt. Ja, also ich meine, ich könnte es schon machen und wenn Sie Lust hätten, würde ich es auch machen. Aber meine Frage war jetzt anders gemeint. Wie geht es so dann die Vorlesung weiter? Ich mache mal her. Ja.